Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier von einem Mühlenkreis im Mittelland. Wieder ein paar Testobjekte reingeladen, ja, zum Testen, zu was sonst. Ich habe mein Mikrofon nicht rangezogen gehabt. Entschuldigung, wenn ich zu leise war am Anfang. Okay, ich habe für den Zweck auch noch ein paar Felder dazu geholt, tatsächlich. Und da müssen wir mal schauen. Gut, 62 ist eine Wiese, das dürfte kein Problem sein, aber die hier... Da muss ich mal gucken, ob wir die noch irgendwie gedüngt kriegen. Da sind Sonnenblumen drauf und die wachsen auch schon recht gut. Das heißt, ich müsste hier, damit ich nichts kaputt mache, gerade ganz kurz gucken. Bam, 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 bam. Multiasät-Technik, Striegel, immer aktiv, aktiviert lassen, Teste, was? Ach so, Taste. Ich kann mich ja was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt? Ich kann mich ja hier nicht als Admin einloggen, also muss es irgendwo stehen. Und ich suche es jedes Mal. Das ist, ganz ehrlich, es ist aber auch blöde. Ich würde jetzt zum Beispiel die Einstellung irgendwo oder für die Na, wie soll man jetzt sagen? Um dies auszustellen, würde ich jetzt irgendwo in den Spielereinstellungen meinetwegen. Hier ist jetzt so ein blöder Traktor davor. Jetzt wollen wir mal gucken. Fahrzeugkamera, vereinfachte Kameratäuschung. So kann man natürlich gut Ballen pressen. Reinigungs- und Mähtechnik, Mulcher. So, hier sind... Ja, das hier sind in meinen Augen... Ja gut, okay. Ja, man kann sich streiten. Also es ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Schon irgendwie... Keine Ahnung, da ist kein Sinn und kein Verstand drin. Verkehr machen wir aus, Tage pro Monat 6. Fruchtzerstörung, die machen wir mal aus. Speichern mal zwischen. Okay, weil ich will versuchen... Was steht hier eigentlich, was ist das? Mineraldünger, sehr gut. Weil ich will irgendwie versuchen... das noch zu düngen. So wie es auf der, wie ich es auf der Oberlausitz gemacht habe. Sprich, ne, Mist streuen und rüber düngen und dann wieder, Mist streuen, mulchen oder was auch immer. Irgendeine Bodenbearbeitung dann wieder. Das funktioniert ja leider nicht mehr, weil da schon Früchte drauf wachsen. Und ich die Felder so quasi fertig gekauft habe. Was ist hier überhaupt noch drin? Kalk, oder? Können wir den vielleicht erst irgendwie loswerden? Und wir haben den Motoröl-Mod mit drin und den Schmierfett-Mod haben wir drin. Okay. Ich mache jetzt mal ganz kurz Folgendes, weil... Achso, die Zäune haben ja keine Kolli. Von daher passt perfekt. Das hier müssten wir dann auch noch düngen. So, Steuerung I. Also Kalk ist hier... Ach, er lädt das in Säcken aus. Ne? Das ist cool. Und wir ziehen uns jetzt erstmal hier den restlichen Dünger wieder rein. Genau, und wir haben den Schmierfett und den Motorenöl-Mod hier drin. Motorenöl... Ah ja, dafür müsste ich den Traktor konfigurieren. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Aber wir können mal eben... Warte mal, das können wir gleich doch vielleicht machen. Ich muss mal schauen. Paletten. So, jetzt erstmal Schmierfett, aber das mache ich später, weil... Weil AdBlue haben wir auch. Wir nehmen mal okay.
So. Weil Maschinen müssen auch. Das werden wir gleich mal konfigurieren. Ne, auch mit dem Motorenöl, aber Motorenöl müssen wir dann direkt auch am Start haben. Das können wir eigentlich auch direkt mal kaufen. Weil das Problem ist, bei dem Motorenöl, wir können den Traktor. Junge, ich glaube, nebenan machen sie wieder böse Dinge. Es hat hier im Fußboden gerappelt, oder? Wir haben Erdbeben gehabt in Berlin. Erdstoß oder so. Zwei. Warte mal. Achso, das ist doch. Da steht jetzt Motorenöl und da Schmierfett. Die wissen auch nicht, was sie wollen, ey. Vor allem will ich wissen, ob das hier im Singleplayer-Modus funktioniert. Im Multi ist es nicht so dolle. Das hauen wir hier jetzt mal alles rein. Deuka, Mais Plus. Mal gucken, vielleicht nehmen wir das auf die Galgenberg auch mit drauf. Müssen wir mal schauen. Wir testen ja viel und hier gibt es auf jeden Fall nochmal, ja, was heißt eine Überraschung? Also auf der Polenkarte ist es schon drauf, hier kommt es etwas verspätet. Auf der Galgenberg werden wir es wahrscheinlich auch mal einsetzen. Da müssen wir mal gucken, vor allem wie das platztechnisch ist, weil es ist groß. Allerdings muss man sagen, für seine Größe sehr wendig. Habe ich hier eigentlich noch fast Dünger drin. Hier liegt auch alles voll, ey. Ganz ehrlich, was ist denn das hier? Ist doch auch Mineraldünger. Pass auf, ich muss mal eben. Nein, ich will nicht aussteigen. Was denn? F12. Ach so. Wackelt echt der Boden teilweise, ey. Unglaublich, ich weiß nicht, was die da drüben machen. Ist schon abenteuerlich. Weg ist er. Holen wir noch einen, wa? Machen wir 100% voll hier. Komm. Sind ja stark. Können das gut tragen. Man kann im Übrigen auch, falls dieser nicht mehr komplett reingeht, kann ich euch mal eben zeigen. Das habe ich auch schon öfter gemacht. Wow. Alter, in den Dingern ist überall nichts mehr drin. Was ist denn das? Den kann man nämlich auch wunderbar einfach da oben reinschmeißen, tatsächlich. Und kann dann quasi während der Fahrt schon nachladen. Kleiner Tipp am Rande, wer es noch nie ausprobiert hat. Was haben wir gesagt? Feld 81. Die muss hinten bei der 80 irgendwo sein. Würde Sinn machen zumindest.
Dann habe ich mir einen Adapter besorgt, weil es ist so, es gibt Schneidwerke, sage ich jetzt mal, die zum Beispiel, ja, die kannst du zwar vor so einen Drescher hängen, aber du kannst sie nicht transportieren, weil es einfach keinen Wagen dafür gibt. Zum Beispiel das eine John Deere, der eine John Deere Maispflücker da mit keine Ahnung wie viel Meter Breite, da kriegst du keinen Wagen für. Bin sehr gespannt, ob ich dieses Feld überhaupt noch düngen kann. Oder die 81. Bin ich jetzt dumm oder was? 80. Warum ist die 81 da hinten? Egal, komm, das hier ist nicht unser Acker. Aber guck mal, der steht sehr gut im Dünger. Seht ihr das? Perfekt. Könnte man vielleicht sogar noch mal drüber, aber ich glaube, das ist schon okay, so was wir da runterkriegen. Das hat Sorge um Hirse. So, die 81. Ey, hier haben wir sogar einen Schuppen dabei. Können wir da rein? Ernsthaft? Nee, ist nur Zierde. Schade eigentlich. Nee, der steht nur zur Zierde hier. So, ich glaube, die können wir noch. Warte mal, wie sieht denn das aus? Stickstoff. Stickstoff und pH-Wert. Können wir sogar noch mal drüber kalken. Ja, wir versuchen jetzt erstmal Dünger drauf zu kriegen. Gucken, ob das noch funktioniert. Also, automatisch. Alter, was ist das? Warte mal, wartet mal ganz kurz, Leute. Also, so, Entschuldigung für die Wartezeit. Es brummt ganz gewaltig. Man merkt das tatsächlich hier im Fußboden. Und das ist schon echt extrem. Also Rüttelplatte oder sowas, wobei dann ist es insgesamt so leise. Als wenn das irgendwie, keine Ahnung, als wenn da was in den Boden gerammt wird oder so. Da steht ein Bagger bei, der Kran ist da, die glotzen alle nach oben, aber am Kran hängt außer Ketten nichts dran. Wie ist denn das hier eigentlich, wenn wir, ich sag jetzt wirklich mal, Dünger ausbringen? Kalken und nochmal Dünger ausbringen, geht das? Macht er das? Ich würde das tatsächlich mal ausprobieren wollen. Wartet mal.
Ich hole dafür mal. Ich hoffe, ich habe noch so viel Geld, sonst muss ich ein bisschen was reinschieten. Das nutzt ja alles nichts. Oder ich nehme einen Kredit auf. So, Düngerstreuer. Wir nehmen natürlich das Größte, was wir kriegen können. Aufbau, natürlich. Reifenwand, Pflegebereifung, Streusystem, Streueinheit, Schmierfett. Alter, das brummelt hier. Kosten das Ding 78.000, 91.000, okay. Komm, wir mieten den erstmal. Und kaufen den später über das System. Was ich hier übrigens interessant finde. Ah, ne, passt. Ich dachte gerade, was ist das für ein komisches Feld? Aber hier kommen wir. Ah, ich verrate mal noch nichts. Na, das war ein Speicherleck. Wir probieren mal, ob das geht, weil wir kommen ja hier dann sowieso wieder hin. Das heißt, ich lasse den hier jetzt erstmal stehen. Schmierfett kann ich den auch später bestücken. Ja, nee, als wenn die da irgendwas in den Boden rammen. Ich habe keine Ahnung, was das noch ist. Sowas irritiert mich. Ich habe nämlich mal tatsächlich meine Ex-Frau hat mir das zwar nicht geglaubt, aber ich habe tatsächlich mal so einen Erdstoß mitgemacht. Da haben wir noch in der Nähe von Bremen gewohnt. Und da war es dann wirklich so, dass mal einmal der der Stuhl richtig schön hin und her gewackelt hat. Und später in den Nachrichten hieß es dann, ja, ein Erdstoß bei Bremen und hat man so und so viele Kilometer gemerkt und so weiter. Meine Frau hat es nicht gemerkt, ich schon. Aber okay. Achso, wir haben ja keine Fruchtzerstörung an. Von daher kann ich hier auch mal über unsere Sorghumhirse fahren. Das ist kein normaler Rüttler, was die da haben. Ich habe keinen Schimmer, was die da treiben. Aber Leute, ich könnte, weil ich jetzt schon mal hier bin. Man kann nicht. Ne, der hat Ölwechsel, hat er noch nicht. Aber Schmierfett hat er. So, wollen wir mal Schmierfett auffüllen hier. Vier Kilo gehen da rein. Na, guck mal an. Der sollte noch kein Schmierfett brauchen. Nee. Jetzt muss ich erstmal bei uns auf die Wiese hinten. Hier ist nichts drauf auf dem Acker. Hier bin ich am Überlegen, ob ich das für die Hoferweiterung nehme. Aber dafür bräuchte ich Kohle, viel Kohle.
Entschuldigung. Und gestern übrigens auch wieder Nvidia Experience draufgepackt, weil die App funktioniert hinten und vorne nicht. Die stürzt ständig ab. Die läuft nicht durch, lässt sich teilweise nicht starten. Ne, gehen wir lieber auf althergebrachtes. Das Befüllen nicht so lange dauern würde, wa? Aber ich probiere mal, was ich, ob ich da echt was wuppen kann, ob das geht. Kalken und dann noch mal düngen. Weil die Werte sind ja alle im Eimer. Meine Güte. Frosch gefrühstückt oder was? So, eben gucken, wo wir sind. Ich fahre jetzt einfach mal querfeldein. Das ist jetzt ja, es geht ja hier ums Experiment im Moment. Von daher erstmal nicht so wichtig, ob wir hier jetzt Straßen benutzen oder nicht. Das hat ja super geklappt. Kommst du aber auch nicht wieder richtig frei, ne? Alter, ich hasse diese Tulpen, weißt du das? Häng das Ding doch mal ab, Mensch. Scheiß Bäume. Alles hat Colli. Keine Colli. Nur das, was wo sinnvoll wäre, hätte ich bald gesagt, ne? Das hat jetzt Zeit gekostet, auf jeden Fall. So, pass auf, noch einen dran. Sollte es funktionieren, hoffe ich. Blöde Tulpe. Vielleicht könnten wir hinten an den Sonnenblumenfeldern auch noch Dings hinstellen, Bienenstöcke. Kriegen wir mehr Honig und damit mehr Geld. Nicht unbedingt die schlechteste Idee. So, wo ist die 81? Da hinten sehe ich schon den Kalkstreuer. Das Feld müsste man mal absortieren. Da liegen Steine drauf, aber es gehört nicht mir. Von daher würde ich mir das jetzt im Moment tatsächlich verkneifen. Wir probieren mal. Es ist ja, sag mal so, der Zustand jetzt ist ja schon mal gar nicht so schlecht und vielleicht kann man noch was tun. Ich weiß es nicht.
So, automatische Ausbringmenge, das ist alles okay. Stickstoffreferenzwert ändern. Die Fahne steht, glaube ich, richtig. Vielleicht jetzt schon ein bisschen viel. Aber irgendwie ändert sich da auch nie was dran, egal was ich da einstelle. Außerdem habe ich automatische Ausbringung. Dann fahren wir anschließend nochmal mit dem Düngerstreuer drüber. Gucken uns das Ganze nochmal an, ob es was bringt. Aber so könnte man dann doch einen schönen Ertrag da bestimmt runterbekommen. So, das Experiment machen wir noch durch, ansonsten sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich freue mich natürlich über neue Abonnenten, über nette Kommentare, über Däumchen. Ob rauf oder runter interessiert YouTube wenig, also wer meint, mich mit dem Daumen runter ärgern zu können, der ist da schief gewickelt. Das wird nichts. Wunderbar, so. War gerade ein bisschen chaotisch, aber stickstoffmäßig sieht's gut aus. Die Frage ist, ob es eben noch was bringt, ne? Sind hier wirklich Sonnenblumen drauf oder was ist das hier für ein Zeugs? Gesehen. Da kommt mein innerer Monk wieder zum Vorschein. Wenn ich richtig gesehen habe, heißt es. Ich habe richtig gesehen. So, jetzt können wir wieder die automatische Ausbringung machen. Letzte Bahn und dann probieren wir mal, wie es aussieht, wenn wir dann nochmal mit oder vorletzte Bahn vielleicht, dann gucken wir nochmal, wie das aussieht, wenn wir dann nochmal mit Dünger drüber fahren. Wenn das gut klappt, werde ich das bei allen Feldern machen. Das mache ich aber außerhalb des Spiels. Sonst wird das zu langweilig. Ich glaube, da werde ich dann auch noch einen Helfer ansetzen, sodass wir das dann gemeinsam machen können. Einer düngt einmal, dann einer fährt mit Kalk hinterher. Ja, so kann man vielleicht das ein oder andere Mal mit Nachtrick 17 greifen und erhält das, was man möchte. Ja, heute haben wir übrigens den Aufzeichnungstag 24.04. in 6 Tagen gibt es das neue DLC oder gibt es ein DLC. Das werden wir auf unsere Karten auch entsprechend mit drauf bekommen. Und dann mal gucken, da sind ja dann, glaube ich, neue Produktionen und sowas dabei und Gebäude und ich weiß nicht, was noch alles. Gut. So, dann mal los. Dann gucken wir mal, ob hier was passiert. Nee, also hier geht's tatsächlich... So geht's nicht auf. Es ist zwar jetzt
Kalk entsprechend drauf, vielleicht nach der nächsten Wachstumsstufe. Also das funktioniert so nicht, dass man einfach nur kalken kann und dann wieder mit Dünger rüber. Egal, dann werde ich es bei den anderen beiden Feldern anders machen. Ich bedanke mich erstmal für heute bei euch fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.